Erneut willkommen zurück zu meinem Let's Play von Super Mario 64. So, ein Blick in die Statistik verrät uns, wir sind mit dieser Urwelt komplett fertig. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5 Welten. 5 mal 7, das heißt, es fehlen auch noch 35 Sterne. Genau. Da ich mir wahrscheinlich meine Lieblingswelt zum Schluss aufhebe, mache ich jetzt erstmal noch eine andere schöne Welt. Und diese Welt ist eigentlich die letzte Welt. Die gefällt mir aber auch ziemlich gut. Und da ich jetzt eine Scheißwelt hatte, nämlich hier, na, mit der Uhr, da mache ich jetzt mal eine schöne, dass ich mal wieder ein bisschen gute Laune kriege. Beziehungsweise, na, ich habe keine schlechte Laune, aber, na, sie könnte besser sein. Na? So, und zwar gehen wir da jetzt hier hoch. Und gehen hier hinein. Und es handelt sich hier um eine Himmelswelt. Die ganze Welt spielt sich quasi im Himmel ab. Ja, und ich finde das eigentlich ganz schön gemacht. Ja, und als erstes hole ich mir erstmal zwei ziemlich einfache Sterne. So, der erste befindet sich, wenn man hier hochgeht. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht runterrutscht. Genau. Und jetzt muss man links abbiegen. Auf dieses Teil hier drauf. Der Flamme dort hinten natürlich noch möglichst ausweichen. Und der erste Stern gehört schon uns. So, und ich denke, in dem Tempo geht's weiter. Und ich werde mir gleich mal noch den nächsten Stern holen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Kamera nicht richtig gerade ist. Das sieht irgendwie so schief aus. Wenn ich nach links laufe, da läuft er immer so leicht schräg. Also zumindest habe ich den Eindruck. Ja, jetzt biegen wir nicht hier ab, sondern gehen geradeaus. Und fallen runter, weil der nicht wieder rechtzeitig aufgestanden ist. Das kann doch nicht sein. Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, nicht so viel mit Safe States zu arbeiten. Aber wenn das hier nicht anders möglich ist. Nein. Och Mario, hä? Kriegen wir es vielleicht mal ein bisschen hin? Hm? Oder ist es wirklich so schwer? Hm, müssen wir wieder warten. Drauf hier. Und zack, guckt mal, wo der hinläuft. Ich drücke nur nach links. Kann doch nicht sein. So, bitte rechtzeitig wieder aufstehen. Danke. So, und das ist ein bisschen schwer.
Hier muss man sich nämlich ganz schön beeilen. Das war nichts. Also ihr habt's gesehen, ohne Safe State wird das hier ziemlich kacke. Ich mach das deshalb mal eins. Aber irgendwie ging's nicht. Naja, gut. Das war wieder nichts. Na komm her. Gehst du vielleicht mal hier hoch? So, ich wollte gerne ein Safe State machen. Jawohl, jetzt hat er's. So. Und der zweite Stern dieses Levels gehört mir. Der Stern heißt zwar mysteriöse Dreiecke, aber das stimmt nicht ganz, denn es sind eigentlich Pyramiden gewesen. Aber egal. So, wenn ihr hier rechts schaut, dort muss man eigentlich lang. Ich kürze aber immer hier ein bisschen mit so einem Weitsprung ab, weil ich der Meinung bin, das geht so ein bisschen besser dann. So, das ist auch immer schön. Da gibt es nämlich hier diese Regenbogen, beziehungsweise diese fliegenden Teppiche, die immer hier auf den Regenbogen langfahren. Ja, und da brauchen wir im Prinzip nichts zu machen. Also ich muss sagen, diese Welt gefällt mir besonders gut. Man kann zwar runterfallen, das ist ein bisschen doof, aber mit den Regenbogen, also das ist eigentlich wirklich sehr schön gemacht. Also kann man eigentlich nicht meckern. So, jetzt biegen wir hier links ab. Jetzt dürfen wir uns nicht von den Flammen treffen lassen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht von diesen Dingern hier weggeschoben werden. So, einmal noch, genau. So, jetzt dürfte der im Prinzip nichts mehr machen. Okay, hat er doch noch gemacht. So, aber jetzt ist es wirklich egal. Ich mache trotzdem mal zur Sicherheit besser einen Safe State. Es war schon richtig, dass ich eins gemacht habe, weil da schon wieder ganz blöd gelaufen ist. So, und wer richtig guckt, der sieht schon wieder den nächsten Stern. Und wir sind bei 88. Womit wir schon wieder die Hälfte der Welt geschafft hätten. So, der nächste Stern ist auch ganz weit oben. Der könnte ein bisschen dauern. Aber mit bisschen Glück und bisschen Skill könnte das in diesem Part noch was werden. Nämlich müssen wir da jetzt zum Haus im Himmel. Da kann man natürlich hier auch ein bisschen rumkrabbeln auf dem Teppich. Sieht auch immer lustig aus, als wenn der Mario seine Brille sucht. Ui, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Das ist eigentlich auch immer ganz witzig. So, jetzt muss ich aber mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So, und jetzt biegen wir nämlich nicht links ab, sondern hier rechts. Und ich mache mal einen Safe State.
Den muss man nämlich mit solchen Wall-Dodge-Jumps muss man ja ein bisschen abkürzen. So, und jetzt, das was wir hier sehen, das ist das Haus im Himmel. Und da müssen wir rein. Und der läuft schon wieder. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. Ja, die Grafik ist auch wieder toll hier am rechten Bildschirmrand. Genau. Das ist jetzt doof, weil jetzt kann man die Kamera ja nicht verstellen. Wir dürfen uns ja hier jetzt nicht von den Flammen treffen lassen. Das war ganz schön knapp. Ich mache wieder mal ein Safe State, nur zur Sicherheit. Irgendwie gefällt mir die Kamerasteuerung gerade gar nicht. Dankeschön, das hat sich wieder erledigt. Ich möchte mal wissen, warum die Kamera nicht hier zurückzustellen geht. Es geht nicht, jetzt hat es. Und wie ihr sicher schon gesehen habt, auch in diesem Level wird es wieder schwierig mit den 100 Münzen. So, ich mache zur Sicherheit wieder mal ein Safe State hier. Denn das ist auch ganz blöd. Hier dürfen wir uns wieder nicht von den Flammen treffen lassen. Aber das habe ich doch wieder gut gemeistert. Und es geht immer höher, immer höher, immer höher. Und hier ist der nächste Stern. Und wir haben sogar noch 4 Minuten übrig. Da könnte ich theoretisch noch einen machen. Und jetzt sind es noch 3 Minuten, aber das macht gar nichts. Das müsste es theoretisch trotzdem noch werden. So, da müssen wir nämlich hier rein. Und da befinden sich hier drinnen in diesem Labyrinth die 8 roten Münzen. So, mal sehen, ob das jetzt so klappt, wie ich das will. Ne, hat nicht geklappt, aber das macht nichts. Ich habe noch 2 Minuten. Safe State machen. Laden. Oh, wieso dreht denn der sich nach vorne? So, die 7. und der 8. So, da ich aber immer noch 1 Minute habe, versuche ich noch was. Speichern wir mal ab. Jetzt müssen wir nämlich hier mit solchen Wall-Dodge-Jumps hier hoch. Und auf der anderen Seite wieder runterfliegen, genau. So muss das sein. Also nochmal. Hier hoch. Und hier oben befindet sich nämlich noch so ein pinkfarbener Bob-Omb. Da macht uns auch oben auf dem Flugschiff eine Kanone auf. Die brauchen wir dann für den letzten Stern. Und weil da jetzt noch Zeit war, habe ich das gleich noch gemacht. So. Perfekt. 5 Sterne in 15 Minuten. Das ist wirklich eine sehr gute Bilanz. Und wir sind auch genau im Zeitlimit, sodass ich den Part jetzt wieder beenden kann. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Also dann, ciao Leute!